Hallöchen, da bin ich schon wieder. Und ihr seid auch wieder in Star Wars The Old Republic. Den Visionen in der Dunkelheit. Und wir müssen mit Satili sprechen. Ja. Bis jetzt war das alles ja auch recht verworren gewesen. Aber wir werden sehen, wohin uns das jetzt alles führt. Auf Odessen existieren die helle und dunkle Seite in perfekter Harmonie. Sie formen einen Nexus der Macht. Es gibt noch eine Welt, die so ist. Sakul. Arkan und seine Ritter haben gelernt, die Macht anders zu benutzen als die Jedi und Sith. Darum konnten wir nicht besiegen. Worin unterscheiden sich Arkan und seine Anhänger von den Jedi und Sith? Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und je stärker sie dieses Versprechen ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Wenn der Feind bereit ist, alles zu opfern, welchen höheren Preis können wir dann noch zahlen? Jeder hat seine Grenzen. Ihr müsst eure hinter euch lassen. Ach, sieh mal einer an. Darth Maul. Valkorion hat mein Fleisch zerstört, aber nicht meinen Grund zu existieren. Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen, als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass ihr weich geworden seid oder dass Satil der dunklen Seite verfallen ist. Wenn ich in eurer Haut stecken würde, hätte ich... Naja, ob sie der dunklen Seite verfallen ist, ich weiß nicht so recht. Auf Odessa, Arkan und... Redet euch nicht damit heraus, dass euer Feind einen Vorteil hat. Euch fehlt einfach die Stärke, es mit ihm aufzunehmen. Ihr fangt an, es zu verstehen. Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und je stärker sie dieses Versprechen ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Wenn der Feind bereit ist, alles zu opfern, welchen höheren Preis können wir dann noch zahlen? Jeder hat seine Grenzen. Ihr müsst eure hinter euch lassen. Darth Maul. Valkorion hat mein Fleisch zerstört, aber nicht meinen Grund zu existieren. Ja, ihr habt Satele Shan korrumpiert. Okay, gut, ja. Ihr werdet von Rache angetrieben, werde ich das nicht auch? Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen. Als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Wenn Jedi und Sith einen Weg gefunden haben, um zusammenzuarbeiten, will ich ihn kennenlernen.
Meine Anwesenheit hier überrascht niemanden so sehr wie mich selbst. Aber ich vertraue dem Willen der Macht. Wir bieten keine leeren Versprechungen an, aber auch keinen einfachen Sieg. Wir wollen nur, dass ihr uns unvoreingenommen zuhört und aus unseren Fehlern lernt. Um die Zukunft zu schmieden, müsst ihr erst mit der Vergangenheit brechen. Der Sieg über Arkham erfordert neue Perspektiven und neue Waffen. Folgt dem Willen der Macht in die Wildnis hinter diesem Lager. Findet, was wir dort für euch hinterlassen haben und trefft uns dann in der Höhle. Aha. Tja, die sprechen die ganze Zeit davon, dass Satile korrumpiert ist. Also ich sehe keine Zeichen für Korrumpierung. Habt ihr irgendein Zeichen der Korrumpierung gesehen? Ich nicht. Also es ist... Niemand kann dem Tod entgehen. Und Jedi und Sith sind da keine Ausnahme. Und dennoch scheint es manchen Machtnutzern zu gelingen, dem Ruf der Ewigkeit zu widerstehen und als Essenz ihres Führens selbst zu existieren. In dieser Form können sie mit den Lebenden sprechen, sie führen und auch manipulieren. Alte Freunde wie auch ehemalige Feinde. Das bemerkenswerteste Beispiel in der Geschichte der Sith ist Darth Vex, ein bekanntes Mitglied des Rats der Sith. Nach ihrem Tod war es ihr nicht möglich, die Autorität aufzugeben, die sie in ihrem Leben genossen hatte. Als ihr Sohn ihren Platz im Rat einnahm und den Titel Darth Arid anlegte, begann sie, ihm im Geheimen zu manipulieren und ihre eigenen Pläne durchzusetzen. 4 Jahre vergingen, bis der Rat endlich merkte, dass der junge Darth Arid nur die Marionette des Geistes seiner Mutter war. Ja, okay. Ha-hüpf. 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 Euer Feind ist durch Mord und Verrat zu seinem Imperium gekommen. Er ist mit der Dunkelheit gut vertraut. Ihr müsst dort zuschlagen, wo er blind ist. Im Inneren. Guck mal, mit den Kukern kann ich nachts im Bett lesen. Das ist aber ganz schön knapp. Okay, das waren jetzt natürlich genau die Stellen gewesen, die ich schon mal besucht hatte. Arkham kann nicht durch Leidenschaft oder Rechtschaffenheit besiegt werden. Er hat sich von Schwächen wie Emotionen und Moral gelöst. Ja, aber nur was bringt das jetzt, geheime Gegenstände in Odessen zu finden? Thank you.
Hallo, warum ist er jetzt nicht auswählbar? Jetzt ja. Boah, guckt euch mal an, wie knapp die hier raufspringen. Das ist ja unglaublich. Alter Falter. Wenn man es genau sieht, ist das, was jetzt hier stattfindet, nichts anderes wie der Kampf von Luke gegen seinen Vater. Und zwar nicht der reale Kampf, sondern der Kampf in der Höhle auf Dagobah. Während der Unterrichtung von Yoda, wenn man es mal genau sieht. Um Arkan zu besiegen. Der ewige Thron und seine Flotte stellen die größte Bedrohung dar, mit der es die Galaxis je zu tun hatte. Eigentlich nur einem Test, ob ich es auch schaffe, alleine gegen diese Viecher zu schaffen, kämpfen. Definitiv, ich kann's noch. Haha. Lichtschwertkristalle. Ja, warum steht das jetzt hier alleine und verlassen rum? Ich meine, es bringt doch keinem was, wenn es da steht. Der Kodex der Sith lehrt uns, unsere Ketten zu zerbrechen. Aber Freiheit ist nicht euer endgültiges Ziel. Ihr müsst euch in der Macht verankern. Wenn Arkan besiegt vor euch liegt, müsst ihr den ewigen Thron übernehmen. Jeder andere Weg führt nur ins Chaos. Das ist ja mein Ziel.
Anders ausgedrückt, ich möchte auch mal Imperator sein. Ja. Ja, ich hab euch schon gesehen. Das nervt ja am meisten, ne? Ja, was? Also diese Gegner nerven. Nicht weil sie so häufig vorkommen sind, nein, weil sie berechenbar sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist schade. Wenn es wirkliche Überraschungsgegner wären, dann könnte man sagen, ja, guter Einfall, aber. Die Macht ist in Bewegung. Seht ihr? Und wir müssen ihr folgen. Die alten Wege führen nicht zum Ziel. Wir zeigen euch einen neuen Weg. Also der Himmel gefällt mir am besten. Kann man sagen, was man will, der gefällt mir echt am besten. Was, da ist noch einer? Meine Güte, was sagt denn heute? So, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen kurzen Cut in der Story. Erstmal strecken und recken, bevor es denn dann weitergeht. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, ja, die Macht möge mit mir sein oder mit euch. Macht es gut. Ciao, ciao.